Und schon wieder regnet es. Also irgendwas ist mit diesem Spiel, dass immer, wenn ich es anmache, dann es einfach regnet. Nur wenn ich die Aufnahme beginne. Naja. Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tribe. Mega Game. Macht mir noch Spaß. Ich habe beim letzten Mal schon erzählt, meine Kritikpunkte an dem Game, dass man so ein bisschen die Freiheit vermisst. Aber ansonsten mega gut. Also vor allem die Hütten sehen sehr kunstvoll gestaltet aus. Also gerade wenn es hier so anfängt mit Bambus und das ineinander und also ist krass. Ich find's gut. Naja, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil und damit let's go. Ach ja, übrigens, was ich in der Anmod noch vergessen habe, wenn ihr das hier feiert, dass wir dieses Spiel spielen, dann vergesst den Like nicht, vergesst das Abo nicht und schreibt auch gerne einen Kommentar drunter. Hallo Waschbär. Das pusht den Algorithmus und das bringt das Video weiter, das bringt mich weiter. Und ja, viel Spaß beim Video. Ich esse erstmal was. Ich kann auch ein bisschen was von dem Food. Ich habe so viel Food. Nee, das ist nicht die Lagerhütte. Das da drüben ist die Lagerhütte, die neue. So, ab in die Lagerhütte mit dem ganzen Food. Können wir das hier noch irgendwie teilen? Ja, teilen, bitte. Und zack, rein damit. Ich habe noch ein paar Knochen, ein bisschen Leder, alles rein. Genau, wir müssen Weihrauch herstellen. Aber ich würde sagen, für die Weihrauchherstellung würde ich einfach mal eine Schamanenhütte bauen. Und die hier vielleicht so neben die Lagerhütte setzen. Hier haben wir die Schamanenhütte, die sieht krass aus. Da brauchen wir 15 Äste für. Also sieht sie auch aus. Dann sammeln wir mal Äste. Hier vorne sind keine mehr. Also habe ich an diesem Tag hier schon im Ingame schon Äste gesammelt. Aber da sind noch welche. 15 Stück brauchen wir für die Hütte. Ich bin mir sicher, wir brauchen noch mehr. Also das wird jetzt nur das für das Fundament sein. Cool. Ich bin hier mal so ein bisschen weitergelaufen. Und hier ist ja Magma. Nice. Hier kommen wir dem Vulkan da hinten immer näher. Ach nee, das muss ein anderer sein hier. Was wird das hier? Oh, okay. Hier ist eine Kiste drin gewesen, wo ich Loot drin hatte. Nice. Ist da drüben auch Loot drin? Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ah, doch. Okay. Da ist auch eine Kiste. Okay, also diese Gebäude hier, diese halb verfallenen, da ist anscheinend immer ein bisschen Loot drin. Das ist nice. Man kommt schwer wieder raus. Ich guck mal ganz kurz, was gerade von der Sammlerhütte gesammelt wird. Die Sammlerhütte sammelt Steine. Okay. Hm. Sammel mal was anderes. Und zwar... Ach, Äste können wir nicht sammeln? Ah, Äste werden bestimmt an der Holzfällerhütte sammelbar. Sammel mal bitte Kräuter. Damit wir mehr Weihrauch herstellen können. Aber wenn wir jetzt die Schamanenhütte fertig haben, dann braucht der Kräuter, um Weihrauch herzustellen. Es werden immer mehr Waschbären auf dieser Wiese hier. Waschbärplage. So. Mächtige Schamanenhütte ist mächtig groß, tatsächlich. Was? Hätte ich nicht gedacht. Dann baue ich die vielleicht doch hier. Eher so in die Richtung der Sammlerhütte. Ist riesig, das Ding. Dafür, dass das Ding nur Weihrauch herstellt? Der Loot hat richtig geschmeckt aus den Kisten da. Das heißt jetzt, theoretisch könnten wir das Ding jetzt bauen, ohne irgendwie nochmal was abzubauen oder so. Das ist nice. Er will tatsächlich echt viel Äste haben, ne? Außen drumherum jetzt hier. Mit irgendwelchen Federn dran und so. Krass. Gott sei Dank will er keine Federn als Baumaterial. Ja, jetzt sind wir wieder out of Äste. Kann ich eigentlich wieder losgehen und welche sammeln? Oh, hier sind unsere Kräutersammler, ne? Da. Er sammelt Kräuter. Ja, nice. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch das Bambustotem. Und davon haben wir zwei. Cool. Nice. So, Schamanenhütte. Haben wir noch zwei untätige Stammesangehörige, ne?
holen wir mal einen rein. Sagen hier Dorflager? Nee, Lagerhütte. Lagerhütte. Genau, genau, genau. Und da steht jetzt Weihrauch her. Können wir auch was anderes herstellen? Wir können auch Talismane herstellen. Okay. Da brauchen wir Äste für. Haben wir aber nicht. Gelbes Gras und. Ja, verstehe. Okay. Ja, stell mal Weihrauch her. Und ich tu mal ins Dorflager gelbes Gras. Weil davon habe ich eigentlich noch genug im Inventar und hier hinten wächst doch noch was. Das kann ich noch abernten. Dann kann er erstmal Dinge tun für uns. Und ich muss gleich eh pennen. Aber das ist ganz gut, dann wachsen die Ressourcen zumindest wieder nach und wir können wieder Äste farmen. Legen wir uns mal hin. Ich leg mich jetzt einfach mal. Nee, die Schamanhütte hat kein Bett. Schade. Schade. Dann lege ich mich in die Schlafhütte. So. Guten Morgen. Du siehst aber gruselig aus. Lass dir mich auch irgendwie hier durch? Geh mal bitte. Dankeschön. Dieser Trinkschlauch sieht irgendwie aus wie eine Avocado, wo man den Kern entfernt hat. Können wir eigentlich schon eine Holzfällerhütte bauen oder haben wir die noch nicht freigeschaltet? Haben wir noch nicht freigeschaltet, ne? Weihrauch 4, Talisman. Ne, Weihrauch 8, Talisman 10. Okay. Könnte man theoretisch hier hinbauen, ne? Oder da vorne. So eine Holzfällerhütte? Vielleicht mache ich erstmal das. Wisst ihr, was ich meine? Ah, die sind alle out of Messer. Die ganzen Hütten. Dann macht mal bitte hier keine. Macht mal bitte Messer. Wir haben auch nur große Speere noch drin, ne? Keine Messer mehr. Wie sieht's aus mit großen Speer? Hat er noch 6. Okay. Nee, wir brauchen jetzt unbedingt Messer. Wir müssen Messer herstellen. Weil die Schamanenhütte braucht auch ein Messer. Als Werkzeug. Vielleicht werfe ich hier erstmal mein Messer rein. Mal sehen, wer es sich zuerst nimmt. Alle? Ach, alle arbeiten jetzt mit demselben Messer? Lol. Es gibt keine Arbeiter. Okay, dann stellt mal einen ein hier. Auch doof. Habe ich jetzt, wie viel Bevölkerung habe ich? 8 von 8. Okay, okay, okay. Vielleicht doch noch eine Schlafhütte? Und neue Leute? Was brauche ich für eine Schlafhütte? Holz, Bambus, Ranke. Bambus, Ranke, Holz. So, dann fällen wir mal noch ein bisschen Bambus. Machen wir mal selber diesmal. Und dann, wie gesagt, das ist jetzt so eine Never-Ending-Story, ne? Jetzt brauchen wir Bevölkerung. Um eine Holzfällerhütte. Also um, damit die Schamanenhütte richtig läuft. Brauchen wir jetzt noch ein paar mehr Arbeiter. Da war es auch ganz gut so. Weil jetzt kann die Schamanenhütte jetzt erstmal Weihrauch herstellen. Den brauchen wir ja dringend. Ah, ich nehme manchmal beim Aufnehmen nämlich 2 Bambus auf. Das ist jetzt auch 2-mal hintereinander. 2x2. Das ist cool, das ist cool. Das erhöht auf jeden Fall die Bambus Abbaurate. Ah, Ranken habe ich auch nicht mehr genug. So, warte. Was sammelt jetzt die... Also, ich habe ja meine ganzen Ranken habe ich aus der Hütte. So, was sammelt jetzt die Sammlerhütte? Die sammelt Kräuter. Hat sie aber eigentlich auch schon genug. Sammeln wir mal bitte Ranken. So, Ranken haben wir jetzt 45. Das reicht. Ich habe selber erstmal was gesammelt. Kräuter. Mach mal weiter mit Kräuter. Jetzt gucke ich mal, gelbes Gras haben wir noch genug. Genau, genau, genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Schnell mal eine Schläferhütte gebaut. Hey, ist sie eigentlich anders als die? Nee, es ist genau dasselbe Modell, ne? Ja, das ist schon mal eine Hütte. So. Naja, dann gehe ich nochmal zum Typen hier. Unser Typi. Wo ist der? Da lang. Der Speer. Der Speer sagt uns nämlich, wo neue Leute sind. Ich hoffe, es sind 3 oder 2 oder 4 oder so.
Auf jeden Fall mehr als einer. Können wir eigentlich, haben wir einen Hammer dabei? Ja. Ich will mal was probieren. Bonus freigeschaltet, steuert das Stammesmenü. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß nicht, was ich getan habe. Irgendwie habe ich hier gelbes Gras abgegeben und jetzt habe ich einen Bonus. Was denn für ein Bonus? Das Einzige, was hier ist gerade, wir haben keine Kräuter für die Schamanenhütte. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Ding. Was ich testen wollte, ist jetzt hier, ich habe ja diese Hütte, diese Fischerhütte hier gelootet. Kann ich die auch abreißen? Kann ich! Das gibt's ja gar nicht. Geil! Da kriege ich Ressourcen. Und das nicht zu knapp. Ja, nice. Dann reiße ich die Dinger ab. Die haben mich sowieso gestört. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Schön. Wie viel seid ihr? Ihr seid drei, ne? Drei. Na gut, dann komm mal mit. Folge uns. Das ist ja genauso viel, wie ich jetzt mit der Hütte freigeschaltet habe, ne? Müsste eigentlich sein. So, Stamm gucken wir mal. Wir haben Schlafplätze 13, Bevölkerung 11. Also wir haben noch zwei Schlafplätze theoretisch. Ist gut. Ich stelle jetzt einfach mal in die Sammlerhütte. Da sind jetzt eigentlich schon zwei drin. Ich stelle da jetzt mal drei rein. Essen haben wir auch aktuell mehr als genug. Mehr als genug. Wir brauchen auf jeden Fall keinen Fischer und keinen Koch. Werkzeugmacherhütte macht jetzt Messer bis zum Umfallen. Und Schamanenhütte macht Weihrauch. Nice. Ich weiß aber nicht, was ich jetzt für einen Bonus freigeschaltet habe mit dieser Grasstatue, dieses Grastoten da. Weil keine Ahnung, was ich da jetzt mit gemacht habe. Ey, vor allem hier ist auch mega viel Gras, ne? Gerade in der Richtung hier. Abbauen kann ich es nicht. Hätte ja sein können. Nehmen wir noch Äste mit. Äste sind wichtig. Äste können wir nämlich gerade selber mit den Hütten nicht farmen. Aber das geht dann mit der Holzfällerhütte. Ich stelle mal kurz ein, dass die bitte keinen Weihrauch mehr herstellt, sondern Talisman, bitte. Ja, da brauchen sie Ranken für. Habe ich alle im Inventar. Kein Problem. Ich baue jetzt erstmal hier die Hütte jetzt noch ab. Nice, Diggi. Wie viele Ressourcen wir da rausbekommen? Das hätte ich gleich machen sollen. Aber es hat mir keiner erklärt. Ich dachte vorher, das sind irgendwie Hütten, noch nicht fertige Hütten von anderen Stämmen, die hier in der Nähe sind. So, Rank rein, Äste rein, alles rein, was ich hier habe im Inventar. So, 12 Weihrauch haben wir schon mal. Wir müssen gucken, dass das mit den Messern hier noch passt. Nicht, dass wir uns damit das Lager vollmüllen. Was ich meine? Ein Talisman brauchen wir noch. Stellt mal bitte noch einen her. Okay. Gehe ich jetzt erstmal wieder zum Altar und schalte die Holzfällerhütte frei. Wenn wir schon einmal hier sind, sammeln wir auch ein paar Steine, ne? Das muss sein. So. Aktivieren das Ritual für die Holzfällerhütte. Und ab geht's. Feuer! Freigeschaltet Holzfällerhütte. Schön. So, die Holzfällerhütte wollte ich ja hinten an die Werkzeugmacherhütte bauen. Weil da ist ein direkten Spot. Direkt am Wald hier. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Wie lange die laufen müssen oder so. Aber, also ich glaube es nicht. Aber ich finde es einfach schön, dass da direkt hier die Holzfällerhütte drankommt. Vielleicht hier rechts daneben. Holzfällerhütte brauchen wir Bambus und Holz. Ich habe genug Zeug im Lager, aber ich würde es jetzt erstmal... Obwohl, wir können eigentlich auch die Lagerhöhle benutzen, ne? Die hier vorne gleich ist. Aber komm, ich hack jetzt schnell mal Bambus und Holz für die Hütte. Oh, hier vorne ist noch eine halbfertige Hütte. Die können wir noch looten und abreißen. So.
Schön Parkettvorleger hier. Muss alles passen. Top. Brauche aber viel Holz, die Holzfällerhütte. Ah, da wollen sie es nochmal wissen im Spiel, ne? Bevor du jetzt Holz automatisierst, willst du nochmal richtig, richtig viel Holz hier in der Holzfällerhütte lassen. Die letzten Bäume, die du selber fällen musst, sind die schwersten. Boah, okay. Also an gelbem Gras mangelt es ja auch nicht in der Konstruktion. Ja, wir spielen das einfach im Monsun. Hier ist mega viel Regen, jeden Tag. So, Holzfällerhütte ist fertig. Nice, was können wir denn noch so? Bambusäste. Oh. Wir können in der Holzfällerhütte einfach Bambustotem herstellen. Okay, okay, okay. Sammeln mal Äste, bitte. Und dann sei mal dem der Lagerhütte zugeordnet. Ihr wisst, was ich meine? Mann! Äxte! Lol, warum habe ich jetzt so lange gebraucht für Äxte? Ich weiß es auch nicht. Na denn, Werkzeugmacher? Wir haben jetzt 5 Messer. So schnell sind die nicht alle. Wo ist der Werkzeugmacher? Hier. Mach mal bitte... große Axt. So, wir haben eigentlich noch von allem sehr viel. Und Äste wird gesammelt. Äste sammeln wir gerade in der Holzfällerhütte. Wenn wir da einen einstellen würden. Oh, guck mal. Lol, jetzt weiß ich, wofür das ist. Ach so, wir haben den Altar von dem gelben Gras freigeschaltet. Erhöht die Stammesproduktion um 25 für gelbes Gras. Ach so. Finde den Altar mit diesem Symbol, um den Bonus freizuschalten. Ah, nice. Ach so, wir müssen Altäre suchen. Okay, okay, okay. Naja, wir können ja mal unterwegs ein bisschen Ausschau halten, wenn wir sowas finden sollten. Vielleicht, wenn wir hier hochlaufen. Vielleicht finden wir dann einen Altar. Oder wir finden die Dorfhöhle. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Das ist übrigens die Dorfhöhle. Hier kommen wir her. Ah ja, hier, guck mal. Ein Altar. Er erhöht die Stammesproduktion um Bambus. Um 25% Bambus. Okay. Vielleicht sollte ich mich so ein bisschen darauf konzentrieren, die Dinger zu suchen. Ich hätte gern was, was die Astproduktion hochfährt. Aber die sind hier immer am Weg, habe ich das Gefühl. Oh, hier vorne ist noch eine Hütte am Strand, die wir noch abbauen können. Aber ein Totem nicht, ne? Nee. Leider nicht. Oh, was ist das? Tontotem. Jede Werkstatt braucht ein Totem zum Arbeiten. Das Tontotem gewährt 50% mehr Produktion. Ui. Das geht also auch. Das kann man stacken. Ah, ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Hier oben ist auch noch eine echt große Freifläche, wo wir bauen können. Krass. Bin jetzt nämlich auf der anderen Seite vom Fluss hier. Und hier scheinen noch ein paar Gebäude zu sein zum Abreißen. Und zum Looten natürlich. Loot. Aber so ein Totem zum für mehr Produktion habe ich jetzt noch nicht gefunden wieder. Also diese ganze Landzunge hier unten scheint nur dafür da zu sein, hier noch das Dorf wesentlich auszubauen. Hier ist einfach nichts, außer Wiese. Ah ja. Oh, guck mal. Ist das das für Kräuter? Erhöht die Stammesproduktion um 25% Kräuter. Ja. Ja, nice. Schön. Das ist gut. Wie sieht es jetzt sonst so aus? Keine Ressourcen mehr. Liefer halbfertige Produkte oder verschiebe die Hütte näher an die Ressourcen. Die finden keinen Fisch mehr. Ach nee, das ist die Kochhütte. Lol. Die Kochhütte ist out of Fisch, weil die Fischerhütte halt... Aber die haben auch 60 Essensrationen gerade. 60. So, wir haben 4 Äxte und 2 Messer. Wir brauchen wieder Messer.
reichen die Talismane jetzt schon für die, für das, was wir vorhaben? 16 Stück, warte mal. Wie viel brauchen wir dafür? 25, Leute. Nein, es reicht noch nicht. Okay, wir brauchen noch 3 Talismane. Dann können wir wieder auf Weihrauch umschalten. Wir brauchen Äste. Irgendwie ist die Astproduktion... Naja, geht so. Deshalb stelle ich hier einfach nochmal einen Holzfäller ein, der mit Äste sammelt. Aber wenn wir die Talismane brauchen, ist natürlich unser Lager auch mit Ästen leer. Und dann können wir wenigstens noch ein bisschen auf Vorrat sammeln, ne? So, jetzt haben wir 25 Talismane. Jetzt können wir auf Weihrauch umschalten. Ja, da hat er auch genug. Und ich stelle selber nebenbei auch noch ein bisschen Weihrauch her, damit es einfach ein bisschen schneller geht, ne? Können wir eigentlich so ein Tontotem selber herstellen? Oder vielleicht eine andere Art von Totem, die schon mal 25% mehr bringt? Geht das? Bambustotem, Knochentalisman, Holztotem. Haben wir aber noch nicht freigeschaltet, ne? Tontotem auch noch nicht. Steintotem. Obsidian-Totem. Krass. Was hier noch alles gibt, ey. So, meine Freunde, wir haben jetzt 28 Weihrauch und 25 Talismane. Das heißt... Entschuldigung. Das heißt, wir können diese große Freischaltung machen. Segen des Wissens. Ja. Was ist das hier eigentlich? Eidiges Holz. Ah, guck mal, da können wir Holztotem freischalten. Ah, das machen wir beim nächsten Mal auch. Jedenfalls habe ich jetzt alle Ressourcen gefarmt dafür. Und ich würde sagen, das war es auch schon mit dieser Folge. Wir machen kleine Cliffhanger, denn dieses Ritual Segen des Wissens werde ich beim nächsten Mal erst machen. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und abonniert meinen Kanal. Das füttert den Algorithmus und das tut mir gut, das tut euch gut und das tut allen gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.